Und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Heel Factory News HD, der Sendung mit den Transfers, den Transfergerüchten und natürlich mit mir Heel Factory. Und ja, nochmal FC Chelsea, da eben der Part mit Chelsea geendet hat. Je nachdem, wie YouTube das jetzt ausstrahlt, ist es vielleicht auch vorher, aber lasst euch davon nicht verwirren. Auf jeden Fall reden wir vom FC Chelsea und die haben Interesse an einem Mann, der schon mal in London war, aber beim Arsenal London. Ja, wir reden von Cesc Fabregas, dem Superstar von Barcelona. Ist aber ein bisschen, ich will nicht sagen untergegangen, aber er hat dort nicht die Rolle gehabt, die er bei Arsenal hatte. War dort nur noch einer von vielen und nicht mehr der Mann. Und Chelsea will jetzt den guten Fabregas zurück auf die Insel holen. Und der FC Arsenal spielt dabei auch noch eine Rolle, denn Mourinho sagt, hör mal, wir wollen maximal 34 Millionen zahlen. Und wenn die Summe bei den 34 Millionen bleibt, kriegt Arsenal keine 50% des Transfers. Und ja, deswegen wollen die das unter der Summe halten. Und auch Gerard Piqué, ebenfalls Spanier, ebenfalls beim FC Barcelona zu Hause, Innenverteidiger, hat in einer Zeitung gesagt, er geht für 33 Millionen, hat er mir gesagt. Also scheint das Ganze schon so gut wie sicher zu sein. Und ja, mich würden mal eure Meinung interessieren. Ich glaube, Cesc Fabregas brauche ich euch nicht groß vorstellen. 50 Millionen ist sein Marktwert. Und ja, das wäre also deutlich unter Marktwert. Jo, was soll ich noch sagen? Positionen sind klar, zentrales Mittelfeld, offensives Mittelfeld, ist 27 Jahre, spanischer Nationalspieler natürlich, bei der WM dabei und ja, mal gucken, ob das Ganze, wie von Mourinho geplant, noch vor dem ersten Länderspiel der Spanier gegen die Niederlande über die Bühne geht. Ihr könnt eure Meinung jetzt in die Kommentare schreiben. Was sagt ihr zu dem Transfer? Wäre es ein guter für Chelsea oder baut man sich damit seine Leute wieder kaputt, die da gerade diese Saison halbwegs emporgekommen sind? Oscar oder Hazard, obwohl Hazard auch hier auf dem Spiel steht, aber einfach nur mal in den Raum geworfen. Zum Andenken anstoßen. Und zum Nachdenken anstoßen, nicht zum Andenken. Gott, oh Gott. Naja, das war's jedenfalls von mir erstmal für diesen Tag. Bis dahin, euer Infanti. Knockout takes, Almunia saves, knockout follows in, and...